Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie herzlich begrüßen zu dürfen zu unserem gemeinsamen Miterleben des Jahreskreislaufes der gemeinsamen Arbeit an dem Seelenkalender Rudolf Steiners. Durch diesen Seelenkalender haben wir für jede Woche des Jahres einen mantrischen Spruch, ein Wahrspruchwort, das uns die Möglichkeit gibt, zu verinnerlichen, das Erleben der Seele und des Menschengeistes in deren Verwandlungen des Jahreskreislaufes, der ja in gewisser Weise sich jedes Jahr wiederholt, aber in einer veränderten Weise, weil ja die Weltenentwicklung fortschreitet und wir ja auch im Weltenraum uns verändern in der Lage zu der Umgebung. Und so kommen wir viermal im Jahr auch zu etwas, was wir den Lichtspruch nennen, was wir ja hatten vor 2 Wochen, und verschiedene andere Arten von Wochensprüchen. Und wir haben mit dieser Woche einen der vier kritischen Wochen. Man kann das aus der Erfahrung und aus dem Erleben so schildern, dass es Wochen sind, in denen die Widersacher mehr und stärker wirken als sonst und die Ich-Bewusstheit, die Bewusstheit des Menschen vielleicht sich nicht so stark durchsetzen kann. Es kann sein, wirklich ein vermehrtes Erleben, schicksalsgemäßes Erleben von Unbill, von unangenehmen Dingen. Erfahrene Menschen haben oft hier ja gesagt, man müsse diese Woche durchstehen, ohne vorschnelle Urteile zu fällen, vorschnell etwas zu tun, was man vielleicht aus Überlegung heraus, aus Nachdenken heraus, nach besonnenem Ansehen der Dinge nicht so schnell in dieser Form entschieden hätte. Und so sind wir heute in der 7. Woche nach Ostern. Es ist noch eine in dieser beweglichen Zeit im Verhältnis mit dem beweglichen Osterfest. Wir kommen mit dem kommenden Wochenende zu Pfingsten. Wir sind also zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Die kritische Woche, die 7. Woche im Seelenkalender. Mein Selbst, es drohet zu entfliehen vom Weltenlichte, mächtig angezogen. Nun trete du, mein Ahnen, in deine Rechte kräftig ein. Ersetze mir des Denkens Macht, das in der Sinne Schein sich selbst verlieren will. Es wirkt also in dieser Jahreszeit von Ostern, dem beginnenden Frühjahr, den immer mehr Erleben der erblühenden Natur und des Sonnenscheines, dass die Umwelt, die Sonne, das Licht so stark auf uns wirken, dass sie in gewisser Weise bewusstseinsdämpfend sein können, vor allem das Luziferische auf den Menschen stärker wirken kann. Wir sind also, wenn wir diese lemniskate Bewegung ansehen, die Sonne, Erde und Wandelsterne machen durch den Weltenraum in ihrer lemniskaten, schraublinienförmigen Bewegung. Wir kommen von einer eher geradlinigen Bewegung. Wir verändern die Bewegung in eine kreisförmige Bewegung hin zur Sommersonnenwende, nun zwischen Himmelfahrt und Pfingsten in die 7. Woche, in eine kritische Woche. Wir gehen dann auch langsam. Es ist durch diese Veränderlichkeit des Osterfestes noch mehr im Stier, im Rationalismus, würden dann aber weitergehen in das nächste Tierkreiszeichen. Wir sind also in dieser Zeit, die wir ja jedes Jahr mitmachen als Mensch, die uns zeigt, die großen christlichen Jahresfeste, wie die Jesu-Geburt, die Christgeburt, die Geistgeburt zu Epiphanius, Ostern mit dem Kreuzestod der Auferstehung, dem Wandeln des Auferstandenen mit den Aposteln bis zur Himmelfahrt und dann eben das
Ausgießen des Geistes an diejenigen Menschen, die sich vorbereitet haben, einen Art Einweihungsweg gegangen sind, um zu empfangen den Heiligen Geist, den Geistesgott. Und dann eben im Hochsommer Johanni zu erleben, im Herbst Michaeli und dann im nächsten Jahreskreislauf wieder mit der Jesu Geburt zu beginnen. Von Novalis aus dem Roman Heinrich von Ofterdingen können wir uns in eine Stimmung bringen, die uns eben sagt, wie sich die Welt heute verwandelt, wie wir miterleben, nicht nur im Jahreskreislauf, sondern in dieser Weltenzeitenwende Anfang, wo die Menschheit, die das wollen, die sich selbst ichbewusst ergreifen, diese Verwandlung mehr und mehr mitmachen, zum Erleben der geistigen Welt, zum Miterleben der geistigen Welt, wie uns eben auch dieses Arbeiten am Seelenkalender zeigt, dass wir im Jahreskreislauf nicht nur physischen Veränderungen, sondern auch seelischen Veränderungen, Einwirkungen der geistigen, seelischen Welt auf uns ausgesetzt sind und so uns mehr und mehr selbst als geistiges Wesen erleben können. Es bricht die neue Welt herein und verdunkelt den hellsten Sonnenschein. Man sieht nun aus bemoosten Trümmern eine wunderseltsame Zukunft schimmern. Und was vor dem alltäglich war, scheint jetzo fremd und wunderbar. Eins in allem und alles in einem, Gottes Bild auf Kräutern und Steinen, Gottes Geist in Menschen und Tieren, dies muss man sich zu Gemüte führen. Keine Ordnung mehr nach Raum und Zeit, hier Zukunft in der Vergangenheit, der Liebe reich ist aufgetan. Wir kommen mehr und mehr in die Zeit, wo der Mensch wieder geistiges Erleben hat. Das geistige Leben, wenn wir es nicht mit Erkraftung unserer Seelenkräfte von Denken, Fühlen und Wollen ergreifen, es kann uns hinwegziehen, hinwegverführen zum reinen, ich-auflösenden Geisterleben, wie das der Luzifer will. Und das würde uns wegbringen von unserer Entwicklung. Das erleben wir, dass die arimanischen Kräfte versuchen, mit allen möglichen Mitteln dieses Geisterwachen zu verhindern und auf anderer Seite luziferische Wirkungen, die uns einreden wollen, wir bräuchten uns nur zurücklehnen und mitschauen, zuschauen, wie denn alles gut wird, ohne jegliche eigenständige Aktivität oder um nicht aktiv werden zu müssen und sich gegen die Lügen und das Böse zu stellen, einfach diese plappern, was man in Österreich sagt, also einfach unüberlegtes Nachsprechen von dem, was einen an Unwahrheiten von Ahriman in dieser Welt geboten werden. Wir wären dann froh, in die geistige Welt zu kommen und vergessen uns selbst als ich-bewusstes Wesen. Das will der Luzifer und das sind die starken Lichtwirkungen auch im Frühjahr, die uns dahin bringen. Sie bewirken diese luziferischen Wesen in unserer Empfindungsseele, Begierden und Leidenschaften mehr zu wünschen, als uns zusteht. Kein unangenehmes Schicksal, also dem eigenen Schicksalserleben zu fliehen und keine anstrengende Zukunft, sondern einfach abwarten zu wollen oder ihm in das spirituelle, illusionäre Geisterleben zu entfliehen, sondern einfach nur Wohlgefühl, Beliebigkeit genießen, schneller zum Ziel kommen zu wollen als möglich. Diese Begierden haben die Menschen enger mit dem Irdischen verbunden, als diese von den rechtmäßigen Geistern, den Engelhierarchien vorgesehen waren. Den Menschen wird von der Erdverkörperung, von der vorgesehenen Verbindung mit dem Irdischen, von der Arbeit am Irdischen, von dem Mitleid für die Mitmenschen durch diese luziferische Verführung abgelenkt. Unser Sinn der Inkarnation durch Flucht in Traum- und Scheinwelten vereitelt.
sich selbst überheben, sich zu gut für diese Welt fühlen, Anstacheln des Ehrgeizes, des Hochmutes, der Eitelkeit, alle Eigenschaften, die zusammenhängen mit einer Art Aufspreizung unseres Ichs. Das Ich ergreift nicht seine konzentrierte Kraft. Hören wir bei Rudolf Steiner aus der GA 120: Den Menschen vom bewussten Erleben der geistigen Welt trennen, von seiner Verbindung zur Moralität, denn wenn wir spirituell ohne eigene Tätigkeit in die geistige Welt gehen, dann verlieren wir uns selbst. Wir haben kein Bewusstsein, wir gehen auf in das Weltbewusstsein. So will der die Menschen in moralischen Automaten verwandeln, diese luziferische Verführung, die von äußerer Autorität abhängig wird und ist. Wir sind dann moralische Automaten, dahin will der Luzifer die Menschen bringen, dass sie nicht selbst moralisch entscheiden können, was hier in der Welt vor sich geht. Und diesen Kampf, den erleben wir mehr und mehr in seiner Intensität, weil wir mehr und mehr auch das Geistige miterleben in unserem Bewusstsein. Das ist ein Kampf zwischen Licht und Dunkel. Und wenn wir zu sehr ins Licht verführt werden oder aus Schrecken in das Dunkel gehen, in das Arimanische, in das Irdische, so verfallen wir jeweils Kräften, die uns hindern, uns in der Ich-Bewusstheit als eigenständige Wesen zu entwickeln. In den esoterischen Unterweisungen von Rudolf Steiner hören wir: Es kämpft das Licht mit finsteren Mächten in jenem Reiche, wo dein Denken in Geistesdasein dringen möchte. Du findest lichtwärts strebend dein Selbst vom Geiste dir genommen. Es ist, wo der Mensch drinnen steht in dieser Welt, weil die Weltenordnung so angelegt ist, dass wir die Kraft haben müssen, die berechtigte Mitte, die uns der Christus weist, zu finden und uns darin zu halten, gegen den Unbill, der uns zu sehr in das auflösende Geistige und in das verhärtende Physische hinabbringen will. Und in den Darstellungen der Imaginationen der Jahreszeit, da schildert Rudolf Steiner, dass genau in dieser Zeit nun, die wir mit dieser Woche im Seelenkalender betrachten, der Mensch ausgesetzt ist ganz stark diesen luziferischen Mächten. Und das ist beschrieben in dem Menschheitsrepräsentanten in dieser Plastik, die Rudolf Steiner mit Edi Merion gestaltet hat, wo wir sehen, dass Ahriman und Luzifer auf der linken Seite ganz verbunden sind, der Mensch nicht zur Eigenbewusstheit kommt. Und der Christus richtet auf in unserem Bewusstsein, das Ich-Bewusstsein, das Luzifer und Ahriman auf Abstand halten kann. In dieser Woche, da sind unsere Kräfte schwach und die starken Widersachermächte wollen uns unbewusst verleiten. Ich zitiere dazu Rudolf Steiner aus diesen Imaginationen von der GA 229, die Auferstehungsgestalt. Sich vor das Auge rückende Christus als die Ostererscheinung, die sich so hinstellt vor den Menschen. Der auferstandene Christus oben überschwebt von luziferischen Gewalten, unten gegründet auf arimanischen Gewalten. Das Christusbild zwischen das Luziferbild und das Arimanbild als dasjenige, was im Menschen in der Erdenentwicklung wirken soll, so dass der Mensch entrissen werde, gerade in der Zeit, in der er am meisten verfallen kann, den luziferischen und arimanischen Mächten, in der Oster- und in der Frühlingszeit, eben diesen arimanischen und diesen luziferischen Mächten. Wir werden oft auch erleben in diesen Wochen, in diesen kritischen Wochen, dass sich in der menschheitlichen Gesellschaft fürchterliche Dinge versuchen zu ereignen, dass uns vieles entgegentritt, was uns könnte verzweifeln lassen, und dass wir nur noch ein Ahnen
haben können von uns als geistige Wesenheit, die durchgehen muss durch diesen Unbill, sich durchtragen muss in der Ahnung, dass er, der Mensch, ja im Sinne des Weltenwortes zu einer freien, liebenden Geisteswesenheit werden kann. Das Ahnen, dass wir uns erhalten können in solch einer Woche, wir sind eine Geisteswesenheit inkarniert in einem physischen Leib, mit einem physischen Leib, einer Seele, die uns das Fühlen gibt und einem Geist, der uns die Fähigkeit von Denken, von Urteil gibt. Dass wir also sind Bürger zweier Welten, dass wir hier auf Erden unser Schicksal durchmachen, um uns zu entwickeln in berechtigter Weise zu einem höheren Geisteswesen. Und dass wir von der Weltenordnung in dieser Dreiheit drinnen stehen, dem Ahriman, den wir so stark wirksam haben, heute in dem Versuchen, eine Hygienediktatur zu errichten, von einer künstlichen Intelligenz geleiteten transhumanistischen Diktatur, wo es hin soll, wo Kriege entfacht werden, um die Menschheit zu schwächen, um Schaden, um die zu erreichen in der Zivilisation, um möglichst viele Menschen zu töten, um das, dieses große Leid zu nutzen für die arimanischen Mächte. Da stehen wir drinnen, das erleben wir, genauso wie wir erleben, dass Menschen verführt werden. Sie wollen fliehen, sie wollen damit gar nichts zu tun haben mit diesen Schrecken und sie wollen nicht mithelfen, als Menschengemeinschaft da durchzugehen, in diesem dritten Sinne, im Sinne des Christus, dass wir kommen zur Geisterkenntnis, zur Menschenerkenntnis, zur Welterkenntnis, dass wir uns wieder verbinden mit der moralischen Weltenordnung und dass diese moralische Weltenordnung uns dieses Ahnen gibt, dass wir durchgehen können durch diese schrecklichen Zeiten, dass wir als freie, liebende Wesen dann sein werden auf Erden. Und der Schlaf, das ist ja ein ganz bedeutender Zeitraum für den Menschen, auf den Rudolf Steiner hingewiesen hat, dass der Mensch ja mit seinem Ich und Astralleib während des Schlafens, während des Schlafbewusstseins verbunden ist mit der geistigen Welt und sie gibt uns unterbewusst in unserem Wollen Impulse für eine gute Zukunft. Wir leben in einer Welt verbunden mit den Hierarchien der Engelwesen, die unsere Welt gestalten, unser Schicksal gestalten, dass wir uns höher und weiter entwickeln können, dass wir mit dem Weltenwort gemeinsam, dann, wenn wir bewusst eine Verbindung mit ihnen finden, auch zur Zukunft kommen können. Dass wir also mit diesem Ahnen als Geisteswesen suchen können den Weg zur wahren Menschenerkenntnis, dass wir uns erkennen, dass wir mit unserem sinnlich-physischen Organismus angehören der sinnlich-physischen Sinneswelt, dass wir mit unserer Seele der Seelenwelt angehören und mit unserem Geist einer geistigen Welt in Gemeinschaft mit den geistigen Wesenheiten. Und wir können dann diese große Bestimmung der Menschheit erkennen, verstehen, verinnerlichen, in das alltägliche Leben einfließen lassen. Denn nur das Leben der Alltäglichkeit, das wirklich durchgeistert, durchseelt ist, ist auch in Wirklichkeit praktisch, sagt Rudolf Steiner in der GA 77b. Das ist das, was uns überwinden lässt, Ahriman, durch die Moral der geistigen Welt und Luzifer, die Moral, die uns weiter schaffen lässt, schöpferisch sein lässt in der Welt. Es ist der Mensch, der in seinem Schlafbewusstsein verbunden mit der geistigen Welt unbewusst diese Impulse für ein gutes Zukunftswollen hereinnimmt. Es wirkt unterbewusst in unserem Wollen die Verbindung, dieses Ahnen, dass wir wollen, dass die Welt wieder sich verwandelt in eine menschenwürdige Welt. Das bringt uns zu, wenn wir durchstehen diese kritischen Wochen, zum Menschenverständnis, zum Menschenliebe, zur Weltenliebe. Wir erkennen, wir ahnen, dass im Grunde genommen, ich zitiere Rudolf Steiner, lebt der Mensch, insofern er ein geistiges Wesen ist, unter anderen Menschen nur davon,
dass er Menschenverständnis und Menschenliebe entwickelt. Wenn wir diese Harmonie in uns erleben, dass wir erkennen die Realität Gottes, dass wir erkennen die Realität der geistig-göttlichen Welt, ein Weltenplan und Weltenwollen für eine gute Menschheitszukunft und dass wir daran arbeiten können, im Verständnis für jeden anderen Menschen, für die Mitmenschen, dass wir aus diesem Menschenverständnis, aus Menschenliebe handelnd durchgehen können durch allen Unbill in der Welt. Von Rudolf Steiner haben wir eine Beschreibung für eine Verbundenheit des Rosenkreuzer Schülers durch eine Meditation mit der Götterwelt. O Mensch, du bist ja nicht das, was du bist. Der Christus musste kommen, um dir deine Aufgabe abzunehmen, um für dich deine Aufgabe zu verrichten. Licht strömt aufwärts, Schwere lastet abwärts. Schau den Knochenmann und du schaust den Tod. Schau ins Innere der Knochen und du schaust den Erwecker. Den Erwecker des Menschen im Geiste, das Wesen, das den Menschen in Zusammenhang bringt mit der Götterwelt. Das lässt uns das erkennen, was wir sehen. In dieser Woche will uns der Luzifer wegbringen von der Welt. Der Ahriman will uns durch Schrecken, Krieg und Tod und Diktatur in eine Maschine verwandeln. Und wir erkennen, wie wir vorher in diesem Bildnis des Menschheitsrepräsentanten gesehen haben, der Christus ist eingezogen mit dem Ich-Bewusstsein in den Menschen. Er erfüllt diese Aufgabe, die wir nicht erfüllen konnten alleine. Er hilft uns und wir erkennen, der Christus durchdringt alles, was wir mit Christi Himmelfahrt verstehen lernen konnten. Bis soweit es uns eben möglich ist, dass wir erkennen, der Christus ist der Geist der Erde, er ist mit uns und wir können mit ihm gehen durch diese Welt, die uns belehrt, die uns weiterbringt und letztlich diese Welt auch erlösen können. Das ist eben, was jeder Mensch kann, dass er zu dieser Einsicht kommt, zu dieser Suche, ob denn nicht mehr existiert als die reine physische Welt und dass er mehr ist als ein physischer Organismus, dass dieses Streben nach dem Finden des Geistes und nach dem Erkennen, dass ein Geist existiert, dass der Mensch ein Geist ist, das Streben, selbst ein Geistesschüler zu werden, selbst ein Wesen zu werden, das bewusst die geistige Welt erleben kann, das durch Schulung mehr und mehr versteht, nicht nur eben von der Natur, sondern die Erkenntnis der Welt erweitert und die Erkenntnis der Elementaren, der Seelenwelt, der Geisteswelt. Und das ist das, was Rudolf Steiner mit den Hauptübungen, zum Beispiel mit den esoterischen Stunden, mit den esoterischen Unterweisungen der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft gegeben hat. Und so möchte ich wieder hinweisen auf diese Hauptübungen, die man zum Beispiel von der GA 265 bis 268 findet, für zum Beispiel den Morgen und den Abend, dass man gleich nach dem Aufwachen eine Übung macht. Und dazu möchte ich wieder hier lesen ein Mantra von Rudolf Steiner. In den reinen Strahlen des Lichtes erglänzt die Gottheit der Welt. In der reinen Liebe zu allen Wesen erstrahlt die Göttlichkeit meiner Seele. Ich ruhe in der Gottheit der Welt. Ich werde mich selbst finden in der Gottheit der Welt. Und es sei auch wie immer hingewiesen auf die Nebenübungen. Wir sehen uns ja jedes Monat an, eine weitere Nebenübung. Wir sind heute bei Unbefangenheit, Glaube an das Mögliche im Mai. Das heißt, wir
kommen weg von dieser naturwissenschaftlichen Erstarrung des Denkens, das nichts glauben will, was nicht irgendeine Theorie der Naturwissenschaft sagt, sondern dass wir offen sind für das, was uns die geistige, die Seelenwelt, die elementare Welt, die Natur mitteilen, dass wir für alles offen sind, auch wenn es Geglaubtheiten, bisherigen Meinungen widerspricht. Das öffnet unsere Kraft, Neues zu erkennen. Und diese Kraft, die können wir nach einer gewissen Meditation als ein Gefühl erleben. Ein Gefühl ist, das ausgesprochen fein und subtil ist, sagt Rudolf Steiner, ein feinfühliges Vibrieren, aufmerksam erfassen, dieses feine Gefühl, und wir lassen das nach Augen, Ohren und Haut nach fließen, sodass es uns kräftigen kann. Und wir sehen, dass wir im Jahreskreislauf durchgehen, durch verschiedene Arten die Welt ansehen zu können. Das heißt, unser Denken wird von der Welt, von dem Himmelsreich, von dem Tierkreis so beeinflusst, dass wir in der einen oder anderen Art kräftiger, intensiver, klarer denken können. So sind wir nun in diesem Tierkreis im Gedankensinn, der uns bringt zu der Fähigkeit, die Gedanken anderer besser verstehen zu können. Eine Kräftigung des Denkens, das ergibt eine Kräftigung des Sinnes, der Wahrnehmungsmöglichkeit anderer Gedanken. Und wenn wir geistig an uns arbeiten, können wir kommen zu einer höheren Erkenntnisstufe, der höchsten uns bekannten Erkenntnisstufe, der Intuition, die uns erkennen und erleben lässt, das Sein eines anderen ich-bewussten Wesens. Und so aus den 12 Stimmungen, dem Tierkreiszeichen Stier, erhelle dich, Wesensglanz, erfühle die Werdekraft, verwebe den Lebensfaden in wesendes Weltensein, in inniges Offenbaren, in leuchtendes Seins gewahren, o Wesensglanz, erscheine. So ist mit dem Stier verbunden die Anschauung der Welt aus einem Art, wie sie der Rationalismus beschreibt. Also nur sinnliche Dinge wahrzunehmen und zu denken, dass hinter den Weltprozessen wahrnehmbare Ideen sind, die wir aber nicht genau zuordnen können. Es ist die Tugend, die wir in der Seele, wie wir im Denken, den Rationalismus verstärkt erleben in diesem Tierkreis, so in diesem Tierkreis, in der Seele, die Kräftigung, die Tugend zu entwickeln. Jedes Tierkreiszeichen eine andere Tugend, und so sind wir mit dem Stier, dass wir im Inneren in uns die ein Gleichgewicht erleben, dass wir uns nicht mehr von den Stürmen, den wogenden Welt erleben, den Sympathien, Antipathien, dass den Unbild, das Unangenehme oder das Gute, den Genuss oder die Abscheu erleben, sondern im Gleichgewicht bleiben. Und dieses Gleichgewicht, das lässt uns ich-bewusst reifen, erkraften. Das bringt den Fortschritt als geistiges Wesen. Es ist das innere Gleichgewicht, das zum Fortschritt wird. Noch einmal diese siebte Woche, diese kritische Woche, die es eben als Aufgabe uns immer wieder bringt, durchzugehen durch solche Erlebnisse, weil die Welt ebenso auch gestaltet ist, dass wir ein freies Wesen sein können, das bedingt das Sein der Widersacher, die uns ablenken wollen. Und ein Weltenideal der geistigen Welt, dass wir zu freien, liebenden Wesen werden sollen, das bedeutet, dass wir kräftige Wesen sein sollen, weil wir nicht nur egoistisch alles nehmen wollen, was uns zukommt, sondern selbstlos geben können als liebende Wesen. Und dieses Wirken der Widersacher, es erkraftet uns. Die siebte Woche. Mein Selbst, es drohet zu entfliehen. Vom Weltenlichte mächtig angezogen. Nun trete du, mein Ahnen, in deine Rechte kräftig ein, ersetze
mir des Denkens Macht, das in der Sinne Schein sich selbst verlieren will. So gehen wir von dem, was wir gesehen und erlebt haben mit Christi Himmelfahrt, hin zu Pfingsten. Wir erleben in der Apostelgeschichte, dass die Jünger, die erlebt haben, der Christi Himmelfahrt, dass der Christus, der Auferstandene, verschwunden ist für ihre Wahrnehmung, dass wir aber wissen, dass er ja nicht gegangen ist in die Himmelsreiche, sondern sich verbunden hat mit der Erdensphäre, bei uns bleibt bis ans Ende aller Tage. Und dass wir in der Apostelgeschichte auch hören, wie Matthias, also was man ja sagt, Matthias als Geschenk Gottes, das also von Christus kommt für unser Ich-Bewusstsein, eine Erkräftigung. Und diese Erkräftigung für die Menschen, die diesen Gang der Einweihung mit dem Christus gegangen sind, sie bietet uns die Möglichkeit, ein Bewusstsein zu erreichen, eine Reinheit in den Tugenden, das wir dann aufnehmen können, den unbefleckten Geist, den Heiligen Geist, dass der Geist des Gott mit Pfingsten, dass wir also dahin vorbereitet sind und dass wir durch diesen Geistesgott, diese Offenbarung des Geistes, wie die Menschheit sie geschenkt bekommen hat durch Rudolf Steiner, durch diese Offenbarungen der Anthroposophie von Rudolf Steiner, diese Ich-Bewusstheit des Christus erarbeiten können, uns das Wissen, die Erkenntnis von der Wirklichkeit und Wahrheit, von den Wahrheiten der geistigen Welt, das führt uns dazu, die Kraft zu haben, den Luzifer nicht zu verfallen, sondern ihn zu erlösen. Und dazu am Ende nun ein Wahrspruchwort Rudolf Steiners. Isis Sophia, des Gottes Weisheit, sie hat Luzifer getötet und auf der Welten Kräfte schwingen, in Raumes Weiten fortgetragen. Christus wollen, in Menschen wirken, es wird Luzifer entreißen und auf des Geistes Wissens Boten in Menschen Seelen auferwecken. Isis Sophia, des Gottes Weisheit. Isis Sophia, des Gottes Weisheit, wir nennen sie auch heute Anthroposophia. Vielen herzlichen Dank.